Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Pinterest-Tracker malst. Ja, und der ist eigentlich ganz simpel zu machen und ich werde dir das trotzdem Schritt für Schritt hier mal zeigen, vor allen Dingen, weil ich hier noch so ein Washi-Tape eingebaut habe mit einem Edding. Ja, und dafür brauchst du dann eben folgende Materialien. Erst einmal natürlich wie immer dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribble That Matter. Du kannst natürlich das nehmen, was du magst. Dann habe ich den Micron Fine Liner, den ich eigentlich für alle Projekte brauche. Und meine Tombow Dual Brush Pen. Ein schwarzes Washi Tape. Dann eben den weißen Edding, wie schon angekündigt. Und wenn du das alles zusammen hast, dann kann es auch schon losgehen. Wie du schon im fertigen Spread gesehen hast, nehme ich jetzt für dieses hier einfach die rechte Seite. Ja, daneben habe ich the things to check out. Ja, aber ich habe gedacht, rechts kann ich ohne Probleme noch meinen Pinterest-Tracker hinmachen. Ich möchte den deshalb auch in schwarz-weiß und ein bisschen grau halten. Ja, und beginne auch wieder mit einem Washi-Tape, wie in dem anderen Video auch. Ich verlinke dir das hier mal, damit du dass ihr das vielleicht auch nochmal angucken kannst, wenn du noch so einen Tracker haben möchtest. Ja, ich habe hier ein Stück Washi-Tape hingeklebt, dann schreibe ich darunter einfach Tracker und dann geht es auch schon weiter mit dem Edding und jetzt schreibe ich hier mal so Pinterest rein. Ja, ist natürlich deine Sache, in was für einer Schriftart. Das Schöne ist, wenn es dir nicht gefällt, was immer du geschrieben hast, kannst du das einfach dank des Washi-Tapes abreißen und nochmal neu machen. Ne? Also super praktisch, finde ich. Und jetzt gehe ich nochmal hier mit dem Tombow über Tracker drüber. Das mache ich einfach, damit das so ein bisschen ja, dicker wirkt. Ne? Und dann wird es ganz, ganz simpel. Ich male nämlich einfach so ja, eine Art von Sternchen. Ne? Die sollen so ein bisschen zu den Movies und den Shows passen, die ich auf die linke Seite gemalt habe. Ja, also hier diese Klappe und unten links würdest du jetzt ein Show sehen, wenn ich die Hand nicht da drauf hätte. Und dann passt das alles so ein bisschen zusammen. Ne? Und jetzt mache ich so einen Weg. Ja, vielleicht, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Walk of Fame. Ne? Der ist ja in Los Angeles. Und da ist es auch so. Ne? Man geht so von Sternchen zu Sternchen. Und du würdest gar nicht glauben, wie viele Sternchen und Stars es da gibt, die so einen Stern auf dem Walk of Fame haben. Und daran, ja, erinnert mich das hier so ein bisschen. Davon ist es auch inspiriert. Du kannst natürlich hier einen ganz anderen Weg gehen. Ja, du kannst nach einer Form gehen. Vielleicht machst du nochmal einen großen Stern und daran entlang die Sterne. Das bleibt natürlich dir überlassen. Und ein Herz geht natürlich auch. Was immer du hier magst. Ich habe jetzt einfach hier so eine Schlangenlinie gemacht. Und da schreibe ich jetzt gleich das Datum und die Anzahl der Follower dran. Und dann werden die Sterne noch ausgemalt. Ja, zum Ausmalen nehme ich auch wieder die Tombow Brush Pen. Warum? Ja, ich kann hier erst einmal malen und dann ist das sehr hell und dann kann ich sogar nochmal drüber gehen, dann wird es ein bisschen dunkler. Dann habe ich so eine leichte Schattierung da drin. Das finde ich besonders schön an diesen Tombow Pens. Ja, und deswegen spiele ich damit gerne hier vor allen Dingen im Bullet Journal. Auf der linken Seite kannst du sehen, dass ich es da genauso mit den Boxen gemacht habe. Bin da einfach immer drum rumgegangen, damit ich das noch ein bisschen ja, schattierter bekomme. Und jetzt siehst du hier Date Follower. Ja, schreibe ich einfach immer dran und dann kann ich die Anzahl der Follower an einem bestimmten Tag tracken. Ja, eigentlich ganz simpel, ne? Aber effektiv, so kann ich genau sehen, wann ich mehr Follower bekommen habe. Ja, das war es auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielleicht hinterlässt du mir einen Kommentar und abonnierst unseren Kanal. Ja, und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!